Servus! Herzlich willkommen auf meinem Messestand hier bei der Bikers World in Salzburg 2017. Ich bin hier als Händler von Zero Motorcycles, eine Motorradmarke, die rein elektrische Motorräder produziert, mit Stammsitz in Kalifornien. Und ich zeige euch mal kurz unsere aktuelle Modellpalette für das Jahr 2017 vergangen und was die Zukunft für 2018 bringt. Unser Einstiegsmodell ist die Zero FX oder auch FXS. Die haben wir hier drüben. Eine Supermoto oder eine Cross-Variante, je nach Bereifung. Ideal, um mal richtig Gas zu geben, ein paar Kilometer runterzureißen, ins Gelände zu fahren und einfach nur Spaß zu haben. Das kleine, leichte, wendige Fahrzeug macht richtig Laune, beschleunigt von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden, also es geht richtig was voran. Für unsere Straßenfreunde haben wir ein Naked Bike, das wäre die Zero S. Ausgewogenes Fahrverhalten, wir haben Bosch ABS an Bord, wir haben Showa-Fahrwerk an Bord, also ein sehr komfortables Fahren. Hier im Spitzenmodell, die Zero SR, eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden, also da geht richtig was voran. Für unsere Enduro-Freunde bietet Zero die SR an, ein Enduro-Fahrzeug mit etwas höherem Fahrwerk. Auch hier die gleichen Motorvarianten, wir haben eine Standardvariante mit 44 kW und das Spitzenmodell, die sogenannte Dual Sport R mit bis zu 77 kW Spitzenleistung. Ein Drehmoment von 157 Newtonmeter sucht seinesgleichen, was die Enduro-Marke angeht. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, würde es mich freuen, wenn ihr mich auf unserer Homepage besucht. Ansonsten lade ich euch gerne ein, Zero live zu erleben, eine Probefahrt mit diesen wunderbaren Bikes zu machen, mich zu besuchen. Ich bin Markus Arnold aus Traunstein im Chiemgau und wir sehen uns zur nächsten Saison 2018. Servus! Nochmal ein kleiner Nachtrag aus der Salzburg-Messe, hier mit unserem Stand Elektromotorräder. Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ich möchte nochmal gerne auf das Thema Elektromobilität eingehen und die Notwendigkeit, dass man, wenn man mit Elektrofahrzeugen fährt, umdenken muss. Wir können mit Elektrofahrzeugen keine Reichweiten erzielen, also keine langen Reichweiten. Ich kann jetzt nicht hergehen auf ein Elektromotorrad aufsteigen und sagen, ich fahre jetzt mal kurz nach Südtirol. Das ist einfach technisch noch nicht möglich. Aber ich kann hergehen und alle Touren, die irgendwo in dem Bereich zwischen 150 und 200 Kilometer liegen, meine Tagestouren, der tägliche Weg zur Arbeit, Samstagnachmittag mal schnell irgendwo über die Salzburger Seen fahren, alles das kann ich mit Elektrofahrzeugen und Elektromotorrädern jetzt schon machen. Ich muss nur umdenken. Ich habe keinen Auspuff, ich habe keinen Gestank, ich habe keine Lautstärkeverschmutzung in den Ortschaften. Natürlich fehlt der typische Motorradklang, aber das muss ja nicht unbedingt von Nachteil sein. Also bitte, wenn ihr mit Elektromobilität euch beschäftigt, fangt an, im Kopf umzudenken. Fangt an, darüber nachzudenken, Photovoltaik und Elektrofahrzeuge zu kombinieren und dementsprechend etwas für unsere Umwelt zu tun. In dem Sinne, euer Markus Arnold hier von der Messe Salzburg. Ehrlich gesagt. Und der Erdkampf ist heute schon mal.